und heute geht es zum Border Run. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Fähre. Es sollte ganz unkompliziert sein. Und zwar muss da irgendwo ein Mr. Kim sein und dann weiß ich, dass ich richtig bin. Ich komme mir mal vor wie Titanic hier oben. Leute, wir sind jetzt beim Border Run, einmal raus und dann wieder rein. Okay Leute, das war mega unkompliziert. Ich habe jetzt bis zum 3. November ein Visa, also 2 Monate. Da haben wir Justine hier am Start auf Malen. Mexiko Vibe. Dann mein Scooter nach. Sonst 800 Watt muss ich zahlen. Und dann gehe ich zu Mr. Kim und werde mein Border Run organisieren. Denn morgen Abend geht es los, morgen Abend um 5 Uhr. Und dann bin ich übermorgen abends um 8 Uhr wieder hier. Und ja, das Ganze, das finde ich einfach mal für euch. So Leute, ich bin jetzt hier beim Visa Border Run. Das ist super unkompliziert. Guten Morgen, Freunde. Ich sitze gerade auf meinem Balkon, habe meine kleine Tasche gepackt und heute geht es zum Border Run. Ich bin gespannt. Ja gut, so gespannt auch nicht. Ich habe es ja schon mal gemacht. Aber ich werde es euch auf jeden Fall zeigen, wo ich da sein werde. Und ich überlege gerade, ob ich meinen Computer mitnehmen soll. Werde ich Videos schneiden? Weil da schlafe ich halt in so einer Unterkunft. Bin abends um 8:30 da und da kann man halt nichts machen. Also wirklich nichts. Deswegen würde es echt Sinn machen. Oder ich beschäftige mich einfach mit meinem Telefon. Wäre auch eine Idee. So Leute, ab zur Fähre. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Fähre. Es sollte ganz unkompliziert sein. Und zwar muss da irgendwo ein Mr. Kim sein. Und dann weiß ich, dass ich richtig bin. Was ich euch empfehle bei der Fahrt allgemein, nehmt auf jeden Fall einen Pullover mit. Beim Bus ist die AC an. Und am besten auch irgendwas für den Hals, vielleicht ein Tuch oder so. Yes. A few moments later. So, und hier ist das schon, Mr. Kim. Siehst du? Der hat hier schon seinen Platz eingenommen. Okay, ich habe jetzt Zeit, jetzt ist es 4:45 und um 5:10 muss ich mich Richtung Fähre begeben. Also ich bin wieder mal ein bisschen zu früh, aber lieber zu früh als zu spät, sage ich mal bei solchen Sachen. So, Leute, stürmisch heute wieder. Oh mein Gott, guck mal, ist schon schön, ne? Titanic hier. Oh, ist aber eine schöne Fähre. Krass. Guck mal hier. Ach, da hätte ich ja mir hier auch hier was zu essen holen können. Ja gut, okay. So prickelnd ist es jetzt auch nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Fähre hier, sehe ich gerade. Guck mal Leute, das kann nicht wahr sein. Jetzt haben wir hier Steckdosen und einen Arbeitsbereich. Das heißt, ich hätte hier arbeiten können. Ich habe meinen Computer nicht mitgenommen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich echt überlegt habe, die mitzunehmen. Das wäre natürlich genial gewesen, hätte ich 3 Stunden hier machen können. Ne? Aber es ist auch gut zu wissen, dass man hier auf jeden Fall sein Handy aufladen kann. Inches later. So Leute, hier sind wir wieder und das ist mein Zimmer. Diesmal viel größer. Ich muss mal meine Schuhe ausziehen hier. Und zwar, so sieht das aus hier. Ich frage mich, wo die anderen sind. Da waren auf dem. Oh, da ist eine Katze. Hallo? Oh. Willst du kuscheln? Hallo? Oh. Ja, voll süß. Und zwar war da gerade noch ein Bus, also richtig viele Leute. Diesmal waren 2 Busse.
Letztes Mal waren es nur ein Bus. Ich weiß gar nicht, wo die anderen jetzt sind. Ich habe die nicht gesehen. Das sieht diesmal hier anders aus. Ich glaube, das Badezimmer ist größer. Wir checken das jetzt mal. Und zwar, das ist das Zimmer. Ich finde das Bett ganz cool. Ist voll groß. Oh. Oh mein Gott. Okay. Ach du Scheiße, das ist die Toilette. Oh, stinkt. Oh mein Gott, das stinkt. Ich glaube, da stellt man sich rauf, ne? Ich muss aufs Klo. Okay, das mit den Toiletten ist immer wieder... Ja? Okay, Leute, erster Schock direkt überwunden. Und zwar, es gibt hier noch eine Toilette. Damit habe ich nicht gerechnet. Und zwar hier. Hier ist noch ein Klo. Das ist eine richtige Toilette. Mit Waschbecken auch und Toilettenpapier sogar. Ups, ich weiß nicht, warum es hier so ein Disco-Style ist, aber... Ja gut, ist egal. Besser auf jeden Fall als... Besser auf jeden Fall als beim letzten Mal. Naja, ist halt anders, ne? Aber ich habe nur 500 Baht bezahlt, also weniger als gedacht, weil bei Mr. Kim stand 500 bis 600, nee, 600 bis 700, aber jetzt waren es doch nur 500. Handtuch ist auch am Start. Duschen werde ich nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe heute Nachmittag geduscht, habe mir gesagt, das reicht bis morgen Abend. A few moments later. Okay, Leute, alles im Lot. Ich habe jetzt noch Toilettenpapier bekommen, noch ein Mülleimer, wo ich dann das Toilettenpapier reinmachen kann. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, irgendwie mit meiner Hand und dem Duschstrahl mein Hintern sauber zu machen. Ich benutze immer noch Toilettenpapier, vielleicht kommt das irgendwann noch. Und Wasser habe ich noch bekommen, eine kleine Seife. Also wirklich ein Upgrade. Dieses Zimmer ist definitiv besser als das letzte Zimmer, was ich hatte. Cool. So, ich bin jetzt schon Bett fertig. Ich wollte nur noch kurz erwähnen, dass voll der heiße Typ da übrigens auch neben mir war. Heute schon in der Fähre. Und rate mal, wo er war. Natürlich nicht in meinem Bus, sondern in dem Bus davor. In dem anderen Van. Toll. Habe ich ja schön wieder manifestiert. Lass die Männer bloß fern von mir, damit ich mich jetzt endlich mal auf mein Business konzentrieren kann. Und Leute, noch ein Hinweis. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand auch die AC auf 28 stellt, so wie ich. Mega. Toll, Leute, schaut mal, was da ist. Super. Hi. Du siehst ja fest, ne? Okay. Okay, sie ist groß. Oh, okay. Okay, finde ich nicht so cool. Was mache ich jetzt? Eins kann ich sagen, also wenn man so lange wie ich im Ausland lebt, dann stören ein Kakerlaken zwar immer noch, aber es ist nicht mehr ganz so krass wie früher. Also ich kann jetzt schlafen, obwohl ich weiß, da ist eine fette Kakerlake am Start. Ja, man gewöhnt sich halt irgendwie auch dran. Besser wie eine Schlange, sage ich mal, oder eine Spinne. Von daher alles cool. Aber klar, es ist nicht das Idealste. Naja, Hauptsache sie bleibt da, wo sie ist. So, guten Morgen. Das Licht hier ist auch nicht so schön. Ich bin so müde, ich habe gar nicht geschlafen. Und die Kakerlake ist auch noch da übrigens. Die sitzt da gerade am Mülleimer. Da. Sieht man jetzt nicht, aber ich will sie auch nicht nochmal filmen. Und das Licht geht mir auch auf die Senke. Also ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt im Bus. Ich gehe zum Bus und freue mich, wenn dieser Tag rum ist. Also ich entdecke doch immer wieder neue Sachen. Guck mal, hier gibt es ganz viel mit Pandan. Darauf hätte ich jetzt auch nicht. Einmal raus und dann wieder rein. Das sieht mega schön aus hier, finde ich. Ich mag die Landschaft. Okay, Leute, das war mega unkompliziert. Ich habe jetzt bis zum 3. November ein Visa, also 2 Monate. Und ja, obwohl mein Passport ja nur noch 5,
noch was Monate gültig ist. Eigentlich muss man ja 6 Monate Gültigkeit haben, bevor man einreist, aber es ging jetzt wirklich trotzdem. Das hat ja auch Mr. Kim schon gesagt. Der kennt sich ja da auch aus. Und ich glaube ihm das auch, dass er jetzt gesagt hat, dass ich so lange Borderruns machen kann, bis mein Passport wirklich auch ausläuft. Also ich könnte quasi dann bis zum 23. Februar noch in Thailand sein, wenn ich den Pass jetzt doch nicht in Bangkok verlängern kann. Das muss ich nochmal schauen. Aber ja, es ist jetzt morgens um, ich weiß nicht, 10 Uhr ungefähr. Wir sind jetzt um 5 Uhr morgens losgefahren. Und dann sind wir, glaube ich, gegen 16.30 Uhr bei der Fähre. Und dann bin ich gegen 8 Uhr abends halt in Koh Phangan. Also diesmal geht es auch schneller rum als beim letzten Mal. Ich weiß nicht, beim letzten Mal kam mir das so lange vor und diesmal überhaupt nicht. Genau, richtig cool. Hier gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Snacks. Okay, interessant. Ah, die mag ich ja gerne, die Abas. Oh mein Gott, ein Riesenbeutel für 70 Baht, das ist ja krass. Das ist ja voll günstig. Hier gibt es auch wieder Essen. Ah, hier gibt es Tofu. Das ist, glaube ich, Tofu, ne? Ich habe jetzt keinen Hunger, ey. Ach, guck mal, hier, das ist ja auch geil. 120 Baht nur. Sehr günstig. Getrocknete Früchte. Erdbeeren, mega. Mango. Cool. Ach, guck mal hier. Ist das Jackfruit? Jackfruit? Ja. Jackfruit? Ja. Ah, wie cool. 100 Baht nur. Ich glaube, die nehme ich mit. Ja, richtig cool. Jetzt habe ich hier noch gut eingekauft. Also Nüsse sind hier super günstig. Leute, kann ich euch empfehlen, wenn ihr hier einen Stopp macht, dann guckt mal nach Trockenfrüchten und Nüssen. Richtig nice. Und ja, jetzt wurde ich gerade noch auch von den Thailändern irgendwie ausgefragt. Und die haben dann Fotos von mir gemacht die ganze Zeit dabei. Keine Ahnung. Er hat gefragt, woher ich komme und wie lange ich schon in Thailand bin und so. Aber richtig freundlich. Wir sind zurück in Donzak und hier ist einfach mal ein Huhn. Das wurde gerade gestreichelt. Es ist jetzt 4.40 Uhr. Um 5.30 Uhr fährt die Fähre. Ich bin so krass müde. Ich habe auch gefühlt heute Nacht nicht viel geschlafen. Ich habe hier halt auch trockene Fassung bis 14 Uhr. Jetzt habe ich ein paar Nüsse gegessen und diese Jackfruit, die getrocknete, war übrigens sehr lecker. Sehr süß. Ja, jetzt geht es gleich zurück. Ich bin froh, wenn ich zurück bin. Ich werde dann meinen Scooter-Rental Typen schreiben. Der kommt dann mit dem Scooter an. Dann gebe ich mein Passport ihm wieder ab und dann, ja, dann war es das eigentlich. Ja, dann bin ich wieder in Koh Phangan und habe jetzt bis zum 3. November mein Visa. Also ich bin jetzt ganz, ganz sicher bis zum 3. November in Koh Phangan, aber ich glaube auch, dass ich dann nochmal für einen Monat verlängern werde. Ja, wahrscheinlich bin ich sowieso noch bis Februar da. Aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Ich bin selber gespannt. Ich sehe müde aus, ne? Mal wieder fasten, ey. Wow, Leute, schaut mal den Sonnenuntergang an. Okay, man sieht jetzt gar nicht so viel wegen den beschlagenen Scheiben. Aber der Sonnenuntergang ist mega nice. Und wir sind bald wieder da. Auf Wandern. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, ganz, ganz kommentiert. Wichtig. Kommentar schreibt dies, das, wie ich das glaube. Tschüss. Kostet nichts, Leute. Genau. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?